Hallo, wir sind's wieder von Genu TV, Ute und Nicole. Wir zeigen euch heute, wie wir unsere Tasche Sylt genäht haben. Die Tasche Sylt ist eine kleine Handtasche mit einer Außentasche, einer Paspeltasche, einem schicken Innenfutter und Innentaschen. Wir haben auch noch einen Blot auf das Innenfutter aufgebracht, der dann einfach nur zu sehen ist, wenn man in die Tasche reinschaut. Die Plotterdatei, das Schnittmuster als auch nochmal eine bebilderte Anleitung, wie wir die Tasche genäht haben, findet ihr auf unserer Webseite. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt alle Teile schon zugeschnitten. Das sind die Futterteile. Die habe ich aus so einem Canvas zugeschnitten. Der ist schon richtig leinenähnlich. Nicole hat da auch noch ein Plot drauf gemacht für die Innenseite. Die Seitenteile, die gibt es auch als Futterteile. Dann habe ich hier die Tragegriffe. Die Außenteile habe ich alle mit Dekofil bebügelt. Also besser gesagt, Nicole hat es in der Plotterpresse gemacht und da funktioniert es so toll, also so schön geworden. Die Außenteile habe ich dann verstärkt und die jeweiligen Gegenstücke nicht. Da habe ich noch so kleine Ecken gemacht für den Reißverschluss enden. Und hier ist die Vorderseite und die Rückseite auch wieder mit Dekofil. Und hier für den Schlitz, das habe ich mir hier schon aufgezeichnet, damit ich das dann hier aufnehmen kann. Dann habe ich Reißverschlüsse, meine sind gleich lang. Eigentlich braucht man einen etwas kürzeren für diesen Schlitz, den muss ich noch kürzen. Aber uns hat der Reißverschluss mit diesen Perlen so gut gefallen, da mussten wir einfach zuschlagen. Stecken lässt sich das oft sehr schwer mit der Verstärkung, deswegen benutze ich bei Taschen gern diese Klammern. Die genaue Stoffmenge für Außen- und Innenstoff und auch für das Dekofil und alle anderen Zutaten, die ihr braucht, findet ihr im Schnittmuster. Außen kommt die Paspeltasche drauf mit dem Reißverschluss unterlegt. Dafür habe ich den Streifen aus dem Schnittmuster und habe hier diese Linien übertragen und nähe jetzt einmal hier ganz außen herum. Ich nähe das ganze Projekt mit dem Geradstich und zwar solche unsichtbaren Nähte wie jetzt hier mit einer Stichlänge von 2,5. Die sichtbaren mache ich immer etwas größer, dann nehme ich die 3,5. Ich nähe da jetzt einfach außenrum dieses Viereck. Ich schneide jetzt diese mittlere Linie auf. Bis etwa 1 Zentimeter vom Ende und dann schräg bis ganz knapp an die Ecken. Das ist schon das Schlimmste an der Paspeltasche. Dann kann man das so nach innen machen. Ich muss es gut ausbügeln, weil das natürlich ein bisschen steif ist. Wird ja eine Tasche. Ich stecke es mal ein bisschen fest, dass ihr das seht. Ich schlage es jetzt komplett um, dass man im Prinzip die Paspel gar nicht sieht, weil ich ja hier einen Reißverschluss einlegen will. Aber wenn man das nicht möchte, kann man auch nur über das drüber legen und dann hätte man da noch die Paspel. Aber wie gesagt, ich lege das jetzt ganz rum, weil ich möchte da eine Tasche haben, die ich mit dem Reißverschluss sichern kann, damit man zum Beispiel mal das Handy reintun kann, dann ist das gut gesichert. Ich habe mir jetzt da mit den Paspeln dann noch überlegt und ein bisschen rumprobiert. Ich habe mich jetzt entschieden, die Paspel doch etwas sichtbar zu machen und die so ein bisschen rausschauen zu lassen. Hinten legt man, wenn man die Paspel nicht ganz auf die linke Seite zieht, hier an der Seite das so ein bisschen entfalten. Also diesen Überstand muss man dann hier so ein bisschen in der Falte legen beim Bügeln, damit das eben schön aussieht von der Vorderseite und glatt liegt. Den Reißverschluss habe ich jetzt gekürzt. Wenn ihr an so einem Video mal interessiert seid,
ihr seid, wie man das richtig macht und professionell macht, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare und dann mache ich mit Nicole mal da ein Video drüber. Der Reißverschluss wird jetzt einfach hinten aufgelegt. Und ich drehe es jetzt auf die rechte Seite kurz zum Zeigen. Und dann eben so, dass die Zähnchen da mittig zu sehen sind. Und ich stecke es jetzt ein bisschen fest noch und dann nähe ich hier außen entlang an der Paspel rundum den Reißverschluss fest. Eigentlich ist gar nicht so schwer, so eine Paspeltasche zu nähen. Ich weiß gar nicht, warum ich da immer so viel Respekt davor hatte. Die Tasche ist jetzt natürlich noch nicht fertig. Wir haben jetzt erst einen Reißverschluss drin. Ich gehe jetzt auf die Rückseite und habe hier zwei Schnittteile. Und die heißen im Schnittmuster Taschenbeutel. Und da werde ich jetzt den unteren Taschenbeutel an diese Kante annähen. Und zwar rechts auf rechts, wenn ihr eine rechte Seite habt. Also diese rechte Seite auf diese rechte Seite. Ich habe jetzt im Futter ja keine rechte Seite. Entschuldigung, so. Hier an diese Kante nähe ich das jetzt so knapp an dieser Naht an wie möglich. Ihr seht jetzt hier die Naht. Ich mache immer gern zuerst den unteren Taschenbeutelteil und dann den oberen. Den lege ich dann einfach nur mit der rechten Seite auf diese rechte Seite auf. Dann ist es ein bisschen leichter, dann ist der obere Taschenbeutel nicht im Weg. Und jetzt mache ich hier oben dasselbe, nähe hier wieder ganz knappkantig diese beiden Teile zusammen. Wenn jetzt beide Teile angenäht sind, kürzen wir die Taschenbeutel auf die gleiche Länge und schließen hier die Seitennaht, und zwar ganz inklusiv dieser Verblendung oder der Paspel, und nähen hier ganz außen rum. Ich habe jetzt den Taschenbeutel etwas länger zugeschnitten, als er im Schnittmuster ist, was jetzt natürlich zu lang ist. Stecke es mal so an. Ups. Klappt das hier so zur Seite und gehe dann mal mit dem Rollschneider da drüber. Einfach da ein bisschen stecken. Dann haben wir ein weiteres Schnittteil, das nennt sich Innentasche, und das nähe ich jetzt hier auf das Futter auf. Ich habe das im Stoffbruch zugeschnitten und ich nehme immer gern die Stoffbruchkante hier oben. Und wir schließen das jetzt erstmal rechts auf rechts, aber nur hier an der unteren Seite. Hier ist die Naht, die habe ich jetzt nach innen genommen, also das Ganze gedreht, und hier am Stoffbruch habe ich das etwa einen Zentimeter breit abgesteppt. Die Höhe ist die gleiche wie bei der Außentasche, die ist hier eingezeichnet im Schnittmuster, und jetzt lege ich das so an. Ich kann es jetzt einmal unterteilen oder auch zweimal, und hier außen mache ich ganz knappkantig innerhalb der Nahtzugabe eine kleine Fixiernaht, nur damit mir das später beim Zusammennähen nicht verrutscht. Ich habe es jetzt zweimal abgesteppt und erhalte jetzt drei Taschen, und hier unten muss man natürlich auch noch schließen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Für die Tragegriffe haben wir jetzt zwei verstärkte Teile und zwei nur aus Stoff. Die legen wir rechts auf rechts aufeinander, und das Ganze schließen wir jetzt auf der einen Seite ganz und lassen eine sehr große Wendeöffnung, etwa 15 cm von der Spitze. Vor dem Winden schneide ich hier im Bereich der Rundung die Nahtzugabe V-förmig ein. Ich gehe gern bei solchen Dingen ziemlich nah an die Naht, was ich jetzt hier nicht empfehlen kann, weil doch etwas Belastung drauf kommt beim Winden, und dass es euch nicht einreißt, würde ich sagen, maximal 2 mm vor der Naht aufhören mit dem Einschneiden. Ich wende das jetzt aber nicht sofort vor der Kamera. Ich setze mich da ganz gemütlich hin und trinke eine Tasse Kaffee dabei. Ich habe es jetzt gewendet und ich habe jetzt diese große Wendeöffnung. Und wenn ihr da dran arbeitet, werdet ihr sehen, das ist echt hilfreich, wenn man nur den vorderen Bereich wenden muss und das alles offen ist. Ich bügele jetzt die Nahtzugaben beide nach innen.
und schließe dann das, indem ich die beiden Kanten aufeinander nähe. Ich habe im Schnittmuster eingezeigt, in welchem Bereich das sein soll. Ich habe das jetzt schön ausgebügelt und die Nahtzugaben nach innen und halbiere das jetzt. Ich habe mir jetzt einen Punkt gemacht, wo ich anfangen will zu nähen und nähe das jetzt etwa mit einem halben Zentimeter Abstand zur Kante bis zur Markierung auf der anderen Seite. Ich habe es jetzt mal so angelegt. Im Schnittmuster ist ja der Bereich eingezeichnet, wo es angenäht wird, und ich würde es etwa, das sind ja etwa 10 cm, und da würde ich es etwa in der Hälfte annähen. Ich habe mir jetzt Markierungen gemacht, wo ich anfange zu nähen, wie weit ich es anlegen muss und so weiter, und habe es mit so großen Klammern festgesteckt oder angeheftet, damit ich da keine Nadeln reinstecken muss, weil es wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Und hier habe ich es jetzt schon mal angenäht. Die Taschenteile haben wir jetzt alle vorbereitet. Bei der Außenseite haben wir vorne diese Paspeltasche mit Reißverschluss und den Henkel. Hinten haben wir nur den Henkel. Und an den Futterteilen haben wir auf der einen Seite die Innentasche und auf der anderen Seite den Blott. Ich habe jetzt hier die Henkel ein bisschen mit dem Tesafilm zur Seite gebogen, damit sie nicht stören, wenn wir jetzt den Reißverschluss annähen. Der Reißverschluss wird jetzt an die Außenseite genäht, rechts auf rechts. Also diese obere Kante nähen wir jetzt hier an. Der Reißverschluss ist jetzt so dran, wenn man nach oben biegt. Ist das die rechte Seite, und jetzt machen wir die rechte Seite des Futters hier auf die linke Seite des Reißverschlusses. Das ist die rechte Seite und es kommt jetzt so drauf. Ich nähe das jetzt von der Seite, da kann ich die Naht gut sehen, und dann nähe ich einfach nochmal genau über diese Naht. Den Reißverschluss werde ich jetzt noch gegensteppen. Ich habe diese kleine Ecke jetzt viermal ausgeschnitten und habe immer zwei Teile aufeinander genäht und vor dem Wenden die Ecken ein bisschen einschneiden. Ihr könnt das Ganze auch aus Snap-Pap zum Beispiel, da braucht es nur zweimal ausschneiden, oder aus Kunstleder, je nachdem was ihr zur Hand habt und was gut zu eurem Stoff passt. Die Ecke kommt jetzt hier an beide Enden vom Reißverschluss und ich fixiere sie jetzt mal mit ein paar Stichen, damit mir das später beim Zusammennähen nicht verrutscht. Wir nähen die Tasche jetzt am Boden zusammen, außen komplett, und das Futter mit einer schönen großen Wendeöffnung, ich würde sagen etwa 3-4 cm nur von jeder Seite, dann tun wir uns beim Wenden sehr viel einfacher. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich das nicht in einem zugeschnitten habe außen. Dafür gibt es jetzt in meinem Fall zwei Gründe. Zum einen hat der Stoff eine Richtung, also das ist hier oben. Und wenn ich es jetzt in einem Stück gemacht hätte, wäre es ja auf einer Seite immer auf dem Kopf stehend. Und zweitens ist das Handling mit Reißverschluss einnähen und so weiter ist auf diesem Weg sehr viel einfacher. Ich ziehe jetzt das Futter über die Außentasche drüber. Und habe jetzt das Ganze auf der linken Seite. Jetzt kommen die Seitenteile dran. Da habe ich mir die obere Mitte markiert und hier die Seitenschlitze, soweit ich das jetzt in einem mit dem Futter gleichzeitig annähen will. Das Futter liegt jetzt außen und wir machen jetzt die Seitenteile rein. Zuerst nehmen wir das Seitenteil rechts auf rechts, also das äußere. Und genauso
das Innere auch rechts auf rechts auf die Futterseite. Ich habe jetzt hier die Markierung gemacht aus dem Schnittmuster. Soweit nähe ich es jetzt im ersten Schritt an. Also auf beiden Seiten Futter und Außenteil in einem annähen an den Reißverschluss, und zwar nur dieses kleine Stück. Wenn das kleine Stückchen angenäht ist, schneiden wir hier im Futter die Nahtzugabe ein, auf beiden Seiten. Dann können wir sie wegklappen und nähen jetzt nur noch die Außenseite ein. Wenn ihr hier um so eine Ecke näht, dann lasst die Nahtzugabe frei, dann hier einschneiden. Genauso wie hier, und dann im zweiten Schritt die untere Naht machen. Um das Futter hier zu schließen, ziehen wir die nochmal da raus und nehmen das hier auf genau die gleiche Art und Weise an. Jetzt können wir die Tasche wenden. Dafür ziehe ich das Futter über den Außenstoff. Die Tasche ist jetzt auf links. Hier unten muss man jetzt die Wendeöffnung noch schließen, die Nahtzugabe einfach nach innen klappen und knappkantig absteppen. Bevor ich das aber mache, drehe ich die Tasche jetzt erstmal auf rechts und kontrolliere alles, ob es mir so gefällt. Wenn ich nochmal was nachnehmen muss, dann kann ich das jetzt noch leicht machen.